Folge 3 von TechCorp und der Chefsessel ist immer noch leer. Das ändern wir aber diese Folge. Ich stelle jetzt mal einen Manager ein und den findet man hier. Mittlerweile darf ich auch alles einstellen, also ich habe alle Leute freigeschaltet, dafür ungefähr eine Stunde gespielt. Also wenn ihr wissen wollt, wie lang so die reine Tutorial-Phase ist oder ziemlich reine Tutorial-Phase, eine Stunde ungefähr. Ja. Genau, ich bin Dennis, ich setze mich nicht in den Chefsessel, dafür stelle ich besser qualifiziertes Personal an. Und wir haben Commercial Follow-Up und das lief minimal besser. Okay, die meisten Leute mochten Mickey Giacamo nicht. Schade. Ich weiß nicht genau, wer das sein soll, aber er kam nicht so gut an. Aber immerhin bei den Sport-Events, naja, das lief immerhin ganz okay. Ich habe ein bisschen Hype generiert. Also von jetzt an werde ich mich eher auf Sport-Events wahrscheinlich konzentrieren, weil da läuft das mit dem Hype wenigstens minimal besser. Ich habe jetzt schon 3 Hype. Ja? Kann ich mir für 3 Hype schon irgendwas kaufen? Ich glaube nicht. So, wir gucken mal. Marketeer, nee. Manager wollen wir haben. Manager sind normalerweise mit die teuersten im Unternehmen. Das liegt nicht daran, dass sie so unfassbar toll sind, sondern das liegt daran, dass sie ja im Normalfall einfach sehr viel Verantwortung tragen. Und ja, das hören Mitarbeiter der niederen Ränge in jedem Unternehmen nicht gerne. Aber ja, mit mehr Verantwortung hat man auch größere Sorgen und größere Probleme als Menschen mit weniger Verantwortung. Und deswegen ist es schon auch okay, da mehr Geld zu verdienen. Weil was viele nicht wissen ist, dass Mitarbeiter, die zum Beispiel in Führungspositionen sind in Unternehmen, ja für Dinge, die sie dort tun, auch wirklich strafrechtlich haftbar sind. Also das geht ganz schnell, dass man als zum Beispiel Geschäftsführer dann auch mal im Knast landet, wenn irgendwer im Unternehmen, und das kann irgendein Mitarbeiter sein, den man noch nie in seinem Leben gesehen hat, der einfach auf einer ganz anderen Hierarchieebene arbeitet, in einer anderen Abteilung, wenn der irgendwelchen strafrechtlich relevanten Mist baut, irgendwas Illegales macht, dann sitzt man ganz schnell auch als Geschäftsführer oder als halt höherer Manager im Knast, obwohl man ja selber gar nicht irgendwas falsch gemacht hat. Man hat halt einfach nur nicht gewusst oder nicht aufgepasst, dass derjenige so einen Scheiß baut. So, ich hau jetzt mal, mein größter Erfolg bisher waren diese Investitionen in die Sportveranstaltungen. Ich hau jetzt mal Commercials raus in bei Sportveranstaltungen. Beziehungsweise ich hol mir jetzt mal einen teuren Actor, der hier irgendwas sagt zu meinem Produkt. Mickey Giacamo, der kam super an, den nehme ich nochmal. vielleicht nicht. T-Series. T-Series ist doch ein mega geiler Typ. Wieso? Ich dachte, hä? 16,7 kann ich doch machen. Verstehe ich nicht. Donald Trump. Ach komm, wir nehmen Robert Downey Senior. Nee. Das Problem ist, ich verstehe viele der Anspielungen nicht und weiß deswegen auch nicht, ob das irgendwie gute Leute sind hier. Wahrscheinlich ja eher nicht. Oh, komm, ey. Ja, komm, dann nehmen wir jetzt halt noch ein paar billige Leute hier. Noch ein paar Billigheimer. So, und wichtig ist mir wieder die Sounds und die Production und alles andere ist nicht so wichtig. So, so. Fokus ist exciting. Wir sind wieder exciting. So, beim World Cup werden wir uns bestimmt einkaufen können, ganz sicher, für das Geld. Und raus damit. So, hier stellen wir mal um auf eine Kamera-Komponente, da. Und du machst die Networking-Komponenten. Wir machen ja parallel hier noch einen anderen Auftrag, einen Software-Auftrag, während wir unser eigenes Produkt launchen. Unser Forscher forscht hier schön. Finde ich gut. Marketing läuft. Spulen wir mal vielleicht ein bisschen vor. Wir wollen ja schließlich diese Folge das Produkt launchen. Unsere roten Kopfhörer, die nicht Beats heißen, das wäre ein blöder Name für Kopfhörer, sondern natürlich Boom. Die sollen ja schließlich die Gehörgänge raussprengen. So geil sind die Dinger. So, du machst jetzt mal einen Break. Du hast deinen Job geschafft. Spielst jetzt mal ein bisschen mit dir selber hier Tischhockey. Finde ich sehr sinnvoll. Ja, okay, komm.
Macht mal zusammen. Das spielt sich dann auch schöner. Finde ich aber nett, dass man da zu zweit dran spielen kann. Weil sie ja vorhin gesagt haben, bei dem Getränkeautomaten, dass da nur... Snack- und Getränkeautomaten, dass da nur einer mit bedient werden kann, sozusagen, von den Leuten. Also nur einer sich da ausruhen kann, wenn man so will. So. Wir müssen jetzt aber gleich mal wieder arbeiten. So richtig viele Tage haben wir nicht mehr, 16 Tage. Und da die ja hier nicht schlafen, haben sie natürlich über die Nacht auch eine Menge Zeit. 4 Actors Hype, 0 ansonsten Hype. Final Rating Bad. Talda Kandensky sucks. Enough said. Really? Talda Kandensky scraping the bottom of the barrel now? Talda Kandensky doesn't fit in here. What is this and why is Talda Kandensky in this? So, mal gucken, wie die Sportveranstaltungen wieder gelaufen sind. 2 Hype, Final Rating excellent. Also Fußball, Sportevents, Leute, lasst euch das gesagt sein, Sportevents sind eine gute Möglichkeit, um euer Produkt vernünftig zu vermarkten. Das finden die Leute richtig gut. So, du musst jetzt mal wieder arbeiten. Oh, muss noch auf Work klicken. Sonst geht's hier nicht schnell genug voran. Und wenn sie bei 80 ist, dann kann sie auch wieder an den Platz. So, dann geht's auch wieder halbwegs schnell. Dann können sie hier die Netzwerkkomponenten auch noch schnell wegkloppen. Wir haben noch 8 Tage Zeit, das müsste aber eigentlich noch reichen. Brauchen wir nur noch 2. Das schaffen wir locker. Locker sollte das reichen. Oh, unser Product gets shipped. Also wir haben 5000 Stück hergestellt. Marketing Score von 90 von 100, was auch immer das bedeutet. Danke Spiel, gut, dass du es erklärst. Die Hardware Quality ist nicht so doll, die 70%, aber wir haben auch Kosten gespart. Die Software Quality ist bei 100%, das sieht super aus. Total Hype von 100, logisch, weil unsere Marketingaktionen sind ja, wie ihr wisst, alle eingeschlagen wie eine Bombe. Also jede einzelne, da war auch jede Marketingentscheidung der absolute Hammer. Der Product Appeal ist bei immerhin 77%. Die kritische Wahrnehmung von den Kritikern ist bei 60%, 6 von 10. Insgesamt ein D, warum auch immer, wo das jetzt herkommt. Ist D gut oder schlecht? Geht's von A bis F? Geht's von A bis D? Geht's von SSS bis D? Wie bei japanischen Actionspielen die Bewertung am Ende eines Levels? Keine Ahnung. Danke für all die tiefergehenden Erklärungen, liebes TechCorp. Da darfst du gerne noch ein bisschen mehr den Mund aufmachen und mehr Sachen sagen. So, jetzt verkauft sich das. Ich hätte gerne mehr Informationen. Ihr habt das hier entwickelt. Ihr macht hier weiter. So, wie sieht's denn aus? Wir haben bisher Net Profit 350.000 verloren. Eher so mittel. Aber wir können hier noch ein bisschen Kohle ansonsten machen. So, ich mache kurz Pause. Unsere Programmer dürfen wir hier noch ein bisschen weiterentwickeln. Wir haben schon die UI-Komponenten, die Algorithmen-Komponente mache ich jetzt mal als nächstes. So, er kann hier ein bisschen spielen. Marketing macht auch mal bitte eine Pause. Das geht ja sonst alles nicht. So, du forschst weiter an der nächsten Hardware-Generation. So, und jetzt schauen wir mal weiter. Also wir sollen noch ein zweites Produkt releasen. Wir haben eine Brand. Wir haben unser... Achso, ich habe dem Manager noch niemanden zugeteilt, ne? Der soll sich mal um die Programmer kümmern. Set Task. Keine Add-ons. Die sollen mal hier sich darum kümmern, so. Kann ich denn nicht... Macht das nicht total... Send Employees to Rest at... Keine Ahnung, bei 50%? Wenigstens das macht er das dann alleine, so. Dann können die das jetzt entwickeln, aber das Problem ist ja, kann ich dem Manager nicht sagen, er soll mal ihn mehr Sachen... Kann ich nicht sagen, er soll sich um den Software-Contract kümmern? Das wäre ja total viel sinnvoller. So, immerhin, mein Produkt macht Kohle. Ich verdiene... 2500, ne, was bedeutet das? Also ich habe ein Inventory von 2400 Units und ich habe, achso, ich habe die Hälfte habe ich jetzt verkauft. Finances, kann ich meine Finanzen irgendwo einsehen? Hier. So, ich kann einen Loan nehmen, das will ich aber nicht.
Ja, ich verdiene noch ganz gutes Geld. Tja, so richtig viel machen kann man hier auch nicht in den Finanzen. Ja, also der Manager ist relativ sinnlos. Also natürlich bei Dutzenden Leuten wäre das schon wieder halbwegs sinnvoll, dass man die nicht alle einzeln anklicken muss. Aber so bringt mir das nicht viel, weil ich muss ja trotzdem den Manager dann immer anklicken und ändern, was die entwickeln sollen. Weiß ich nicht, finde ich so ein bisschen sinnlos. So, 5000 Leute kaufen meinen Scheiß und ich habe dadurch 30 Fans. Wow. Voll geil. So. Ja, also ich denke mal, ich krieg meine Einheiten abverkauft. Das ist doch nicht schlecht. Dann würde ich sagen, entwickeln wir mal ein zweites Produkt. Wir sollen ja schließlich ein zweites auch noch machen. Das war dann hier bei Product Creation. Dann würde ich vorschlagen, kann ich jetzt auch noch andere Sachen freischalten? Kostet mich 50.000. Ja, dann machen wir jetzt noch die Boom Mini. Oder wie ich sie nenne, die Swoosh. Swoosh, sagt man da im Englischen, glaube ich, ne? Also wenn man so einen Swoosh-Sound hat. Und Boom ist ja so Boom. Und Swoosh ist so Swoosh. Ja, auch kleine Kopfhörer. Ne? Ist natürlich die gleiche Brand, so. Die Dinger haben natürlich eine krasse CPU. Es ist so sinnlos alles. Die brauchen keine Batterie, aber sie haben natürlich eine. Sie haben super Audio, sie haben Bluetooth. Bluetooth brauchen sie eigentlich überhaupt nicht. Aber sie, natürlich haben sie es trotzdem. So, ist alles drin, alles dran. Next. So, die werden natürlich auch wieder blau, rot-schwarz. Oh, das müssen wir aber andersrum machen. Die müssen ja so rum sein. Die soll jeder weltweit soll erkennen, das ist das Produkt welches. So. Und wir haben bei dem anderen, haben wir es auch so von der Seite abgelichtet. Machen wir das jetzt hier auch. So. So ungefähr. Na? Zack. Geil. Swoosh. Der Well Swoosh. So, dann müssen wir jetzt hier ein bisschen Entwicklung reinhauen. Dass er das nicht automatisiert hier irgendwie machen kann, ist doch klar, dass ich bei der UI. Ich mache jetzt mal, dass ich da UI-Dinger reinhaben will. Dann machen wir hier so ein bisschen Sicherheit ins Betriebssystem. Was auch immer das sein soll für ein Betriebssystem in einem Kopfhörer. Wichtig ist QA. Wichtig ist auch die Sicherheit. So, Performance ist nicht so wichtig. Komm, das ist ein Kopfhörer. Who cares? Who the hell cares? UI. Machen wir ein bisschen Optimization. Und dann QA. Und dann können wir noch mehr optimieren. Dann ist das richtig, richtig geil. Sieht das richtig geil aus. So, Database kriegt natürlich ein bisschen Database. Warum auch immer, das ist vielleicht sowas wie mein iTunes, was ich entwickle, lange bevor es sowas überhaupt nur geben kann. Dann optimieren wir den Mist natürlich und ein bisschen Qualitätssicherung ist auch immer gut. So, User Interface wird noch vernünftig. Das Networking, ja, warum auch immer wird das bei einem. Ja, ist halt ein Kopfhörer, der im Netzwerk funktioniert, ne? Das bringt überhaupt nichts, da das einzusetzen. Machen wir mal hier ein bisschen UI, machen noch QA. So, optimieren den Scheiß. Das ist tatsächlich, also auch hier, liebe Entwickler, mega unspannend, das hier zu machen. Das ist weder herausfordernd, noch weiß ich so richtig. Es ist alles nur so ein Hin- und Hergeschiebe, Optimierungskram. Also irgendwie so richtig sinnvoll ist das alles nicht. Das wäre, glaube ich, besser, wenn ihr da euch was anderes überlegt hier irgendwie. So, wir können noch sicherlich noch weiter optimieren und wir können die UI noch ein bisschen verbessern. Wo ist sie? Ja. Und Audio-Modul. Dass beim Audio-Modul Audio so wenig bringt, finde ich total seltsam. So. Optimization sollte man immer mindestens einmal einsetzen, weil das bringt nämlich immer irgendwie was. Habe ich festgestellt.
Q&A ist natürlich auch klar und eine vernünftige UI ist auch gut. Aber das Problem ist, dass all diese Sachen überhaupt nicht durchdacht sind. Die sind ja überhaupt nicht ausgelegt auf das Produkt, was ich hier mache. Das ist ja hier Software Creation. Ja, okay, Software für einen Kopfhörer, den man wahrscheinlich an seinem Walkman in den 90ern an seinem mobilen CD-Player oder so angeschlossen hat. Vielleicht noch an seinen Computer. Aber ja, okay, dann braucht es einen Treiber. Aber es ist jetzt echt sinnvoll, da so viel Geld zu investieren in die Treiberentwicklung. Komm, ich hau jetzt hier die Kosten voll rein. Wir produzieren jetzt mal 10.000 Stück und hauen mal Fettmarketing raus. Ja, wir müssen Kohle machen, Leute. Wir müssen Kohle machen. 150.000 in Marketing. Und Launch in 100 Tagen. So. Campaign Type. Ja. Machen wir so. You do not have enough money. Get a loan or work harder. Du Wichser. Okay. Dann machen wir 7.000 Stück. Und fahren das Marketingbudget etwas runter. So. Das geht doch aber. So. Jetzt habe ich gar kein Geld mehr. Aber es stimmt ja gar nicht so wirklich, weil ich verdiene ja hier parallel auch immer noch was. Also jetzt verdiene ich erstmal gleich noch ein bisschen Kohle. Und mein anderes Produkt verkauft sich ja auch noch. Darf man ja nicht vergessen. 438 Einheiten kann ich noch verkaufen. Das heißt, da ist noch ein bisschen Geld möglich. So, jetzt am Anfang müssen wir einmal einen Announcement-Trailer machen. Dass ich nicht auch einfach sagen kann, ich will nur einen Trailer machen. Lasst mich doch. So, komm, Announcement-Trailer und dann machen wir zweimal Endorsement oder ein Endorsement, ein Event für jeweils irgendwie $2.000. Das ist, oder wir machen zwei Events. Komm, ich hab gute Erfahrungen mit Events gemacht. Dass er auch dann nicht mich stoppt hier und sagt, ja, du kannst halt nicht mehr ausgeben, sondern dass ich theoretisch auch irgendwie $1.000 drüber sein kann und dann kann ich es halt einfach nicht auswählen und stoppt mich doch, sagt mir doch, ich soll, keine Ahnung. Ist mir auch egal. So, Style machen wir Exciting. Wir haben uns jetzt auf Exciting eingeschossen. 30-Sekunden-Spot. Und dann hauen wir das bei einem Soccer-Match raus. Und bei der NBA, also wahrscheinlich ist das die NBA, also das Basketball. Amerikanische Basketball-Liga. So, das ist hier gleich fertig. Da müssen wir, der Manager hat keinen Bock mehr. Die fühlen sich gemanagt, das ist doch gut. Task mal bitte hier das da. Arbeiten die jetzt auch eigentlich nicht, wenn der Manager sagt, er möchte nicht arbeiten? Oder wie funktioniert das? Mega gut. So, du machst mal Pause. Jetzt ist hier gerade große Pausenzeit. Wir haben alles verkauft. Die Brand Strength ist so bei so mittel. Die Nachfrage ist immer noch sehr groß. Ich habe keine Ahnung, was das hier bedeuten soll, warum das alles abgeschlossen ist. Ach so, weil ich nur in Europa verkaufe. Warum mache ich dann bei der NBA Werbung? Das ist ja auch egal. Ich hoffe, das hat keine Auswirkung. Ich gehe davon aus, dass es eine hat. In einem guten Spiel hätte es das. So. Ich bin noch gar nicht fertig. Shit. Scheiße, nur noch einen Tag. Och komm, ich hab's doch fast geschafft. Nein! Ach Mann, ich war doch schon fertig. Oh, dummes Spiel, ey. So, gut. Hier brauchen sie ja fast nichts mehr. Hier brauchen sie noch die Optimization-Komponente und die Fotokomponente. Und sobald das dann fertig entwickelt ist, dann kümmern wir uns um das Produkt. Das ist nämlich noch nicht besonders weit. So, jetzt kommt hier noch ein Fotokomponente rein. So. Dann kümmert euch mal, dass ihr da fertig werdet. Und zack. Potato to film this announcement trailer. Ja, schade. Wirklich alles sehr schlecht. Also, wie immer. So. Ach, das ist der Preis, den mein Produkt hat. Dass ich den nicht selber entscheiden darf. Lasst mich doch sagen, wie teuer es sein soll. Welche Marge ich gerne hätte. Ja, gut.
Das hat auch keine Sau interessiert. So, jetzt arbeitet mal bitte am Produkt. Wie kann ich Ihnen denn sagen? Hier, ihr sollt am Swoosh arbeiten. Arbeitet mal schön am Swoosh. Swooscht mal den Swoosh raus. So, dann läuft das nämlich. Das Projekt, das kann ich mir vielleicht noch aufheben. Jetzt machen wir erstmal noch ein paar Event-Kampagnen. Wir werben über Events. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Jetzt ballern wir mal richtig Kohle raus dafür. So. Na. Komm. Next. Und wir... Hello, can I help you? Ich hätte gerne... Würde gerne all mein Geld in 5 Days of Ads stecken. I like those numbers. Ja, was anderes kriegst du auch nicht. So, dann Soccer Playoffs. Ich biete Kohle. So, na, wird das was? Wird das was? Wann erfahren wir die Antwort? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, und dann kaufen wir uns noch in ein Soccer-Match ein. Komm, das ist jetzt hier die absolute Soccer-Werbung. Softwareentwicklung geht gut voran. Das sollte eigentlich halbwegs passen. Da sind wir jetzt so bei einem Viertel ungefähr. Wir haben ein Drittel der Zeit ist schon rum, aber gleich arbeiten wir wieder mit 2 Leuten dran, wenn sie hier voll aufgeladen ist. Ich denke, ich kann auch mal die Produktivität minimal erhöhen bzw. senken, zu denen noch gearbeitet werden darf. Dann geht das auch alles ein bisschen schneller voran. So, jetzt arbeiten sie wieder mit Vollpower hier dran. Wir können auch bei den nächsten Produkten ganz andere Technologie... Oh, wir wurden bei den Soccer Playoffs nicht genommen. Das ist ja nicht schön. So, kann jetzt hier eigentlich... Kannst du mal irgendwas Sinnvolles machen? Nee, ne? Was musste ich denn... Researcher? Nee, warte mal. Wie konnte ich denn nochmal Prototyping? Ah, Prototyping. So, jetzt hier können wir mal ein paar Sachen prototypen. Die hauen wir mal hier alle rein. So, Start Prototyping. Ein Engineer. Genau, das muss ich ja auch immer mal wieder machen, damit ich neue Technologien halt einfach zur Verfügung habe für etwaige neue Produkte. Ich kann ja mal meinen Boom archivieren. Server kann ich noch nicht machen. Die sind noch offline. Okay, Software Progress ist fertig. So, Set Task, dann würde ich sagen, nehmen wir das hier an. Haben noch 61 Tage. Oh, Werbung läuft. Kein Hype, aber immerhin 4,1 Millionen. Das war ja auch der fucking World Cup. HTV Super Product. Model not set up yet. Okay, verstehe ich nicht. Failed. Achso, ja gut. Achso, das ist noch vom Spiel. Also ich dachte jetzt, ich habe irgendwas noch nicht fertig. Aber das Spiel hat noch kein Modell dafür entwickelt. Ja, immerhin. Aber kein Hype. Schade. Schade. So, wir brauchen Encryption Components. Haut rein. Okay, dann nicht. Mann. Production Progress, das läuft hoffentlich. Bald ist ja der Start, der Launch. So, dann machen wir jetzt nochmal bisschen Events und lassen jetzt mal einen halbwegs berühmten Menschen das irgendwie endorsen, also empfehlen, das Produkt. So. Endorsement machen wir wo? Machen wir über Subway Ads. Und hier hauen wir nochmal ein bisschen Geld rein. Nee, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Machen wir ein Soccer-Match und gehen vielleicht nochmal zu einer E-Sport-Convention, um nochmal ein paar von den Gamern anzusprechen. Die sollen sich natürlich eigentlich die teuren Sachen kaufen. Also die sollen sich das Boom kaufen. Aber das geht ja gar nicht mehr, weil das produziere ich ja gar nicht mehr. Kann ich das eigentlich nochmal produzieren? Jetzt mal ganz doof gefragt. Ich habe ja gar kein Geld, jetzt eine Produktion zu starten. Aber eben hat mir das Spiel auch einfach 300.000 geschenkt. Also... scheint das ja so zu funktionieren, dass man einfach immer mal Geld bekommt. So, komm, wir spielen jetzt mal vor bis zum Launch von meinen ersten Earphones.
Jetzt habe ich sogar diese Folge zwei Produkte gelauncht. Also ich meine, die Folge ist auch wieder relativ lang geworden, aber immerhin. Unsere Firma gibt es jetzt schon 1,5 Jahre, 83 Wochen. Und steht immer noch wie eine Eins. Wir sind noch nicht pleite. So, noch nicht. Aber das schaffe ich schon auch noch. So. Dann machen wir ein Foto und dann brauchen wir noch Backend-Komponenten. Ah, Backend wollte ich doch nicht. Encryption, keine Verschlüsselung. So, und dann kriegen wir da auch nochmal, was waren das, $60.000 oder so. Das ist doch ganz gut. $500.000 haben wir schon verdient mit unserem ersten Produkt. Beziehungsweise mit den Nebensachen, die wir noch so gemacht haben. Swoosh! Da könnten sie gerne noch ein bisschen mehr hübschere Werbung, also irgendwie ein Bild dahinter oder so. Es ist auf dem weißen Hintergrund. Ich bin noch nicht Apple. Also, ich bin besser als Apple. So. E-Sport, Event, zack. Finde ich gut, dass das alles null Hype kreiert, weil who cares? Nur wieder noch so ein scheiß Kopfhörer. Wer braucht schon Kopfhörer? Ah, geht mir noch nicht auf den Sack. So, ich habe neue Parts erforscht. Sehr gut. Wir machen noch ein bisschen Prototyping. Wir können die ganzen Sachen hier noch erforschen. Arbeite mal weiter daran. Und gleich startet das Ding. Wenige Stunden noch. Dann geht's los. Wir können bis zu 10.000 verkaufen. Wir haben aber nur 7.000 im Inventory. Okay, jetzt können wir nicht mehr nur Software-Contracts, sondern auch Hardware-Contracts annehmen und als Contractor Sachen produzieren oder entwickeln. Das Ding hier hat bessere Qualität. Marketing-Score ist nicht ganz so gut. Warum auch immer. Die Critics finden es weiterhin so lala. Und wir haben aber ein C-Rating. Das heißt, das verkauft sich jetzt besser. Keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht ist das so. Vielleicht auch nicht. Sind auf jeden Fall schon die ersten 600 Einheiten verkauft worden. Das 740. Es geht also voran. Ja, noch machen wir Minus damit. Aber ich denke, das wird sich bald drehen. Oder beziehungsweise das Minus haben wir schon gemacht. Jetzt verdienen wir erstmal wieder Kohle. Die Brand Strength lässt nach. Die Frage ist, warum? User Satisfaction ist auch nicht so doll. Doch, jetzt ist sie wieder gut. Also irgendwie auch so ein bisschen erratisch, so ein Hin und Her. Ganz komisch. Was wir machen können, ist jetzt hier die nächsten Sachen anstoßen für unsere Parallelproduktsachen. Products, Marketing, Games. Wir haben auch noch keine Games entwickelt. Wir sind ja auch keine Gamesbude. Das macht ja an sich auch überhaupt keinen Sinn, dass wir auch parallel noch Games entwickeln. Oder? Also wir sind ja viel zu klein dafür. Ich meine, wir brauchen ja schon alle unsere Mitarbeiter, um den Kram zu entwickeln, den wir jetzt so raushauen jeden Tag. Na gut, ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine Pause. Ich gucke einfach mal, wie die Resonanz von euch ist. Wollt ihr noch, dass es noch ein, zwei Folgen weitergeht? Dann gucken wir uns noch an, was man vielleicht noch machen kann. Vielleicht können wir auch mal irgendwie ein cooleres Produkt entwickeln als ein Kopfhörer. Also ich sehe da sowas wie zum Beispiel ein Telefon oder ein Computer oder vielleicht sogar eben ein Videospiel. Sagt mir, ob ihr da Lust drauf hättet, das noch zu sehen, dann spiele ich noch ein bisschen weiter. Ihr könnt auch in Likes mit mir kommunizieren, also wenn das Video ein paar Upvotes hat, dann werde ich das sicherlich auch wahrnehmen. Ansonsten, ja, schauen wir erstmal. Wenn es das gewesen ist, dann freue ich mich, dass ihr dabei wart. Wenn wir noch weiterspielen, dann bis zur nächsten Folge, Leute, bei TechCorp. Ich denke, das ist noch nicht das Ende aller Tage. Ich mag ja schließlich solche Spiele und selbst wenn das jetzt erstmal nur drei Folgen sind von diesem Alpha Early Access Let's Play, dann geht's bestimmt oder vielleicht oder wahrscheinlich in ein paar Wochen oder Monaten mal weiter. Dann gucke ich wieder rein, wie sich das Spiel entwickelt hat und halt euch auf dem Laufenden, ob es sich lohnt, das im Auge zu behalten. Denn das ist ja auch so ein bisschen mein Serviceanspruch hier bei solchen Early Access Let's Plays. Gut, Leute, schönen Abend noch oder schönen Morgen, schönen Tag, macht's gut, ciao!